Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag, Wo steht Bremens Klimapolitik? Ich möchte heute mit Ihnen auf die Klimapolitik Bremens, auf die Arbeit der Enquete schauen und damit auf die Prozesse der letzten Jahre, die durchgehen und dann bewerten. Mein Name ist Winfried Osthorst, ich bin Professor an der Hochschule Bremen, dort im Studiengang ISPM und seit ungefähr 10 Jahren beschäftige ich mich in meinem Forschungsschwerpunkt mit kommunaler Klimapolitik. Und zusammen mit meiner Kollegin Professor Beate Zimpelmann habe ich in einer Reihe von Veranstaltungen und Panel-Diskussionen, die wir vorbereitet haben, die Arbeit der Enquete intensiv begleitet. Ich möchte heute mit Ihnen zunächst mal sprechen über das, was kommunale Klimapolitik insgesamt kennzeichnet. Dann etwas sagen darüber, wo Bremen im Vergleich, im Spektrum der kommunalen Klimapolitik ungefähr stand vor der Enquete. Und dann die wesentlichen Bereiche, die die CO2-Emissionen Bremens ausmachen, durchgehen, die auch die Arbeit der Enquete charakterisiert haben. Die hat noch ein paar weitere angesprochen, die ich hier aus Zeitgründen nicht ansprechen kann. Das sind die Industrie, die Energieerzeugung, Gebäude, Wärmeversorgung und Verkehr. Und auf der Basis möchte ich dann eine Bewertung vornehmen. Klimapolitik findet auf verschiedenen politischen Ebenen statt, die alle ihre Rolle spielen und die auch alle unterschiedliche Reichweiten ihrer Maßnahmen haben. Das Wichtige ist, dass die höheren Ebenen, EU, Bund, die maßgebenden sind, ganz klar. Wichtig ist auch, dass auf allen diesen unterschiedlichen Ebenen zu unterschiedlichen Zeitpunkten natürlich immer verschiedene politische Orientierungen bestehen und verschiedene Mehrheiten, politische Ziele formuliert werden, sodass man sich das Zusammenwirken in diesem Ebenensystem, das erleben wir alle täglich in den Nachrichten, nicht als reibungslos und nicht als stimmig vorstellen kann, sondern gekennzeichnet von Ungleichzeitigkeiten und Abstimmungsproblemen. Uns interessiert vornehmlich die Ebene der Kommune, weil Bremen zwar ein Land ist, Zwei-Städte-Staat, und damit auch die Kompetenzen eines Landes hat, aber, das werden wir sehen, in seinen Handlungsmöglichkeiten im Wesentlichen gekennzeichnet ist durch das, was eine Großstadt ausmacht und das, was kommunale Politik ausmacht oder zweimal kommunale Politik eben. Und damit ist ganz entscheidend, dass Bremen vor allen Dingen auch ein Regulierungsempfänger, eine Regulierungsempfängerin der höheren Ebenen ist, von Gesetzen, Rahmensetzungen und abhängig von Finanzströmen, die durch die höheren Ebenen organisiert werden oder von Fördermitteln, die wir auf lokaler Ebene benötigen, um agieren zu können. Das sind unsere Rahmenbedingungen. Wenn man auf die Entwicklung kommunaler Politik selber schaut, dann unterscheidet die Forschung zu kommunaler Klimapolitik meist zwei Phasen, die sich da, wo sich kommunale Klimapolitik, ich sag mal, in den letzten 30 Jahren entwickelt hat. Die erste war gekennzeichnet von Freiwilligkeit, vom politischen Willen, der sich auf kommunaler Ebene aufgrund lokaler politischer Präferenzen, wie man sagt, herausgebildet hat. Oft auch in Opposition zur nationalen Regierung in verschiedenen Ländern, wo es keine stimmige Klimapolitik gab, wo es andere politische Mehrheiten gab. Je nach Land, je nach Gegebenheit, ungefähr zum Jahr 2000 sehen wir, dass das übergeht in eine Phase, die man strategisches CO2-Management nennt. Das heißt, es gibt professionelle Grundstrukturen, fast flächendeckend von Klimapolitik auf kommunaler Ebene. Es gibt ein klares Set von Zielen und Maßnahmen für alle Bereiche, die aber oft dadurch gekennzeichnet sind, dass sie weich sind, informieren, anbieten. Die Kommune tut selber, was sie tun kann und die wenig Verbindlichkeit und Eingriffstiefe für die Bürgerinnen und Bürger haben. Und es gibt zunehmend, auch aufgrund veränderter Mehrheiten, zumindest zwischenzeitlich in vielen Nationalstaaten, ich beziehe mich da auf Europa im Wesentlichen, eine Stimmigkeit, eine systematische Verbindung mit der nationalen Klimapolitik. Aus meiner Sicht kann man zunehmend so eine dritte Phase benennen und identifizieren, die man eine gesteuerte Transformation nennen kann, auf die es zulaufen muss und wo sozusagen institutionell die ersten Grundzüge zu erkennen sind. Die kennzeichnet sich dadurch aus, Entschuldigung, ist dadurch bestimmt, dass Klimapolitik
ein bestimmender Faktor in der Abstimmung von Politikbereichen ist, also Querschnittspolitik darstellt. Sie kennen die Debatte um Klimavorbehalte. Die Forschung nennt das Climate Policy Integration. Es muss alles abgestimmt sein auf Klimapolitik. Es gibt nach wie vor im Grunde genommen dieselbe Systematik wie vorher für alle Sektoren, aber wir haben zunehmend Maßnahmen und Konzepte mit einer sehr großen materiellen Reichweite, auch mit einer hohen Verbindlichkeit und potenziell Wirkung für Bürgerinnen und Bürger. Schauen wir auf Bremen. Es gibt in der jüngeren Literatur verschiedene Vergleiche kommunaler Klimapolitik, in die man Bremen einordnen kann, da wo sie anonym sind, oder manche sind auch sehr explizit und nennen Namen. Ja, das heißt, eine Studie beispielsweise, die Merkmale innovativer Klimapolitik für alle kreisfreien Städte Deutschlands abprüft, ohne die Städte beim Namen zu nennen, da weiß jeder, der die Bremer Klimapolitik kennt, ja, das erfüllt die Stadt Bremen, muss dort als Vorreiter gelten, als ganz vorne mit dabei. Genauso beim Vergleich von Klimaschutzkonzepten und Klimaanpassungskonzepten, ja, also auf konzeptueller Ebene, da wird Bremen namentlich auf Rang 6 von 20 untersuchten Städten eingeordnet. Dann gibt es da noch das Benchmark-System European Energy Award. Da sind Kommunen freiwillig Mitglied. Und von knapp 350 deutschen Kommunen ist Bremen dort bepunktet auf Rang 22. Besonders gut in den Bereichen Kommunikation. Ich sage mal aufgrund der Arbeit der Klimaschutzagentur Energiekonsens. Und im Bereich Mobilität, das wird im Wesentlichen, ist dort nicht benannt, aber im Wesentlichen aufgrund der Vorreiterrolle bei der Entwicklung von Carsharing der Fall sein. Das heißt, wenn man sich das so anguckt, dann muss man sagen, Bremen macht eine ambitionierte, gut entwickelte Klimapolitik, hat ein gut entwickeltes Instrumentarium, das man entwickelt, diesem Typ 2 strategisches Kohlenstoffmanagement zurechnen kann. Aber wir wissen auch, dass Bremen in der Realität 2020 verglichen mit dem Referenzjahr der internationalen Klimapolitik 1990 seine Klimaschutzziele nicht erreicht hat. Angestrebt waren 40%, in der Realität waren es 6%, lässt man das Stahlwerk als größten Emittenten mal außen vor, sind es 16%. Und man muss sich dann natürlich fragen, warum ist das so? Und wie kann das für die Zukunft geändert werden, wenn man die nächste Dekade, das Jahr 2030, in den Blick nimmt, dass man dann mit besseren Ergebnissen dasteht. Das war der Ausgangspunkt für die Arbeit der Enquete-Kommission der Bremer Bürgerschaft, die Neuformulierung der Klimaschutzstrategie mit Ziel 2030. Eingefügt ist hier eine Grafik, die die Entwicklung der Emissionen für unterschiedliche Sektoren in der Bilanz darstellt. Und hier sehen wir, dass im Grunde genommen strukturell es keine Veränderung über die letzten 30 Jahre gibt. Ja, dass die Veränderungen, die wir sehen, sind im Wesentlichen, wie ich werde gleich darauf eingehen, wenn ich auf die einzelnen Bereiche zu sprechen komme, Veränderungen, die auch was, sagen wir, mit Konjunkturzyklen zu tun haben. Nur in wenigen Bereichen erkennen wir strukturelle Veränderungen. Die Arbeit der Enquete hatte also das Ziel, systematisch, ambitioniert zu definieren, wie Klimaschutzpolitik in Bremen aussehen kann und wie man tatsächlich Klimaneutralität herstellen kann. Hier definiert als Klimaneutralität mit dem Zieljahr 2038, von jetzt an gesehen also in 16 Jahren. 2038 deshalb, weil aus dem Ansatz, was wir haben wir überhaupt noch für Zeit für ein Klimabudget, um Klimaneutralität im Rahmen dieser Paris-Ziele, 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, was müssten wir tun, um da in diesem Fahrplan zu bleiben? Ein Zitat kennzeichnet die Ausgangssituation sehr treffend, das Ausmaß der Herausforderung, das hat ein externer Experte in der Enquete formuliert, um sozusagen die Arbeitshaltung zu charakterisieren, nämlich wir müssen alle Hebel, die wir haben, bis zum Anschlag ziehen. Das ist kein politisches Ziel unter anderem, sondern das ist eines, das die Gesellschaft grundlegend verändern wird und muss, damit das Ziel erreicht werden kann.
Und damit ganz klar, es geht darum, das, was ich als gesteuerte Transformation gekennzeichnet habe, herzustellen. Der CO2-Pfad, der sich daraus ergibt und den die Klimaschutz-Enquete formuliert hat, sieht dann so aus, also eine sehr drastische Reduzierung, die schon in den nächsten Jahren beginnt. Wie kann das gelingen? Warum ist es bisher nicht geschehen? Schauen wir uns die einzelnen Bereiche an. Der erste Bereich, auf den ich hier schauen will, ist das Stahlwerk, die Industrie. Das Stahlwerk Bremen, die Hütte von ArcelorMittal, ist der größte Einzelemittent. Das schwankt konjunkturell, aber in einzelnen Jahren sind es ungefähr 30% der lokalen Emissionen. Innerhalb der Industrie sind es sogar 95%. Wir sehen hier in der Grafik, dass dieser blaue Balken, den Sie dort sehen, der ist hier auch rot umrandet. Die rote Umrandung wird bleiben. Ich habe keine andere Grafik für die anderen Bereiche gefunden. Sie sehen, dass tatsächlich die Größe ungefähr ähnlich ist. Das interagiert zudem noch mit dem Stromsektor, weil also ein Teil der Stromemissionen hat auch mit dem Stahlwerk zu tun. Die weiteren Bereiche sind ganz groß, komme ich gleich darauf zu sprechen, der Energiesektor, hier der schwarze Balken, der Gebäudesektor, das ist der grüne, und der Straßenverkehr, das ist der rote. Das sind die Sektoren, die wir gleich in den Blick nehmen werden. Ganz klar ist damit schon ausgesprochen, das Stahlwerk und seine konjunkturellen Zyklen sind eine der Hauptursachen, warum Bremen seine Klimaschutzziele nicht erreicht hat. Und das ist natürlich ein Ergebnis der Wirtschaftsstruktur. Man muss ehrlich sein, aus Bremer Sicht, aus Klimaschutzsicht, wäre es besser, das Ding stünde in Delmenhorst. Ja, dann wäre die Klimabilanz Bremens besser, aber natürlich wäre dem Weltklima nicht wirklich gedient, weil es wären dieselben Emissionen nur 10 Kilometer woanders. Dasselbe gilt natürlich grundsätzlich auch, wenn das nicht in Delmenhorst, sondern in Shanghai stehen würde. Dem Weltklima ist damit nicht gedient. Und das heißt, es geht nicht darum, sozusagen eng lokal zu denken, sondern es geht letztlich darum, diese Industrie klimaneutral zu bekommen. Und das ist erst seit wenigen Jahren, sage ich mal, real denkbar. Da konnte auch wenig bisher passieren. Das hat mit der Veränderung der Energielandschaft zu tun, auch mit einigen technischen Prozessen. Das Ziel wird es sein, die Grundstoffindustrien, Stahl, Zement und andere, umzustellen auf den Energieträger grüner Wasserstoff. Das heißt Wasserstoff, der mit erneuerbarer Elektrizität erzeugt ist. Und das bedeutet, dass wir hier gebunden sind an die Zeitfenster der Industrien, ab wo die Ersatzinvestitionen vornehmen können. Das ist tatsächlich die einzige Strategie, die tragfähig ist. Und das bedeutet aber, dass man an ganz konkrete Zeitpunkte gebunden ist. Und zu diesem Zeitpunkt kann man das Problem lösen und Klimaneutralität erreichen oder aber man verfehlt das Ziel auf Jahrzehnte und verliert den Standort, was wirtschaftspolitisch natürlich auch keine Alternative ist. Für das Stahlwerk Bremen gibt es jetzt einen konkreten Fahrplan, der das Ziel hat, bis 2032 die Umstellung auf Wasserstoff schrittweise umzusetzen und der an diesen Ersatzinvestitionen orientiert ist. Und wenn wir uns klar machen, wer dann welche Rolle spielen muss, die Industrie, der Netzbetreiber, Bund, EU, dann ist die Rolle Bremens klein. Und wir müssen uns einfach klar machen, hier ist die Bremer Klimapolitik abhängig von der Standortentscheidung eines multinationalen Konzerns. Erstens. Zweitens, sie ist abhängig davon, dass Welthandelsregeln durch die EU, betrieben natürlich, verändert werden, weil dort müssen ökologische Standards, höhere ökologische Standards, dieser Stahl wird teurer sein, integriert werden und man muss beispielsweise Zölle für CO2-intensive Stähle durchsetzen, politisch gegenüber China. Ja. Und drittens muss der Wasserstoff, grün erzeugt, tatsächlich zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein in ausreichender Menge. Das sind alles Größen, die hat Bremen nicht in der Hand. Sowohl Verdienst als auch Scheitern in diesem Feld sind deshalb nicht der Bremer Klimaschutzpolitik zuzurechnen. Das muss man ehrlich sagen.
auch wenn Bremen seine Rolle, nämlich die Infrastruktur, die Strominfrastruktur zu planen und umzusetzen, unbedingt natürlich rechtzeitig gewährleisten muss. Schauen wir uns den zweiten großen Bereich an. Das ist die Elektrizität. Die ist in Bremen, wie in den meisten deutschen Ballungsräumen, geprägt gewesen von großen Kohlekraftwerken, im Falle Bremens 4. So ein zentralisiertes Energiesystem war konsequent in einer Zeit, wo da auch die großen Verbraucher sitzen und wo das die Technologie der Wahl war. Betreiber ist im Falle Bremens die SWB, vormalig die öffentlichen Stadtwerke. Das wird sich ändern, weil die vorherrschende Erzeugungstechnologie, nämlich die Windkraft, aus Flächengründen im ländlichen Raum setzen wird. Damit sitzt auch die Wertschöpfung mehr im ländlichen Raum und natürlich auch die Zielkonflikte, die wir alle kennen. Auch hier gilt, dass die entscheidende Umsteuerung in diesem Sektor nicht in Bremen definiert wird. Das ist nämlich der Kohleausstieg, die Entscheidung, wann man aus dieser Technologie tatsächlich aussteigt. Sie alle wissen, das ist erst vor wenigen Jahren auf Bundesebene verhandelt worden und auch die Zeiträume dafür sind auf nationaler Ebene definiert. Das heißt, auch hier gilt, Erfolg und Misserfolg liegen nicht in Bremer Kompetenz. Und mit Blick auf den Umfang dieser Emission ist das ein wesentlicher Faktor und auch einer der zweite große Grund, warum Bremen dieses 40%-Ziel verfehlt hat. Nach jetzigem Fahrplan und aufgrund von Entscheidungen der SWB werden die Kohlekraftwerke Bremens voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschaltet sein. Es gibt gleichwohl einen anderen Bereich und der liegt in der Kompetenz Bremens. Wir haben nämlich in den Städten ein erhebliches Potenzial an Photovoltaik auf Dächern. Das wird seit einigen Jahren, wenn man das konsequent als politisches Programm betreibt, als Solar City Leitbild gehandelt. Eine Machbarkeitsstudie mit Blick auf Berlin zeigt, dass etwa 25% des lokalen Stroms in Ballungszentren durch Photovoltaik erzeugt werden können. Die Enquete ist für Bremen von 20% ausgegangen, hat das als Zielmarke definiert und das erfordert eine ganze Reihe von Maßnahmen. Eine große Rolle spielen dann vor allen Dingen große Dachflächen, also Wohnblöcke, Gewerbebauten. Und damit kommen dann auch öffentliche Gebäude und kommunale Wohnungsgesellschaften ins Spiel als wesentliche Akteure, also auch die öffentliche Hand. Bremen hat sich diesem Ziel Solar City verschrieben und damit, und die Enquete hat das bekräftigt, und damit kommt in den Blick, dass man tatsächlich auf öffentlichen Gebäude eine Vorreiterrolle einnehmen muss. Hier spielt dann Immobilien Bremen. Das ist die Einrichtung, die die meisten öffentlichen Gebäude Bremens verwaltet. Und auch die kommunalen Wohnungsgesellschaften Bremens und Bremerhaven ins Spiel. Verabredet ist, dass es eine Solardachpflicht für alle Neubauten geben soll. Noch ist das nicht umgesetzt. Und natürlich gibt es auch hier wieder Rahmenbedingungen des Bundes, die Gestaltung des EEG beispielsweise und das Baurecht. Also auch auf Bundesebene ist von einer Solardachpflicht von Neubauten jetzt die Rede. Da gibt es Unterschiede, soll das Gewerbe nur sein oder eben auch Privatboden. Die Realität sieht ein klein wenig anders aus. Wir hätten für das Leitbild Solar City, dieses 20%-Ziel, einen Bedarf von etwa 1000 Megawatt Solarstrom. Die Realität ist, 2020 gab es 51 Megawatt, Faktor 20. Immobilien Bremen ist gegenwärtig erst dabei, mit einem Screening die Potenziale und auch die Eignung konkreter einzelner Dächer zu eruieren. Und als Konsequenz wurden im Laufe des Jahres 2021, da hat die CDU in der Mitte des Jahres eine Anfrage gestellt, zum Zeitpunkt dieser Anfrage war nur eine einzige Anlage in 2021 in Betrieb gegangen. Das heißt, wir haben da einen enormen Rückstand. Und man kann nur hoffen, dass auf Basis dieser vorbereitenden Maßnahmen das Tempo dann deutlich erhöht wird. Außerdem sehen wir, dass die Ausrichtung dieser PV-Anlagen
im Wesentlichen auf die wirtschaftlich attraktive Eigenstromerzeugung ausgerichtet ist und nicht darauf, das Dach optimal auszunutzen, was klimapolitisch sinnvoll wäre. Es gibt dann noch ein paar weitere Faktoren, die auch noch eine Rolle spielen. Wie Sie wissen alle, Privatdächer, das sind die kleinen Bremer Häuser, sehr eng und so weiter. Wie groß müssen die Abstände sein vom Nachbarhaus aus Brandschutzgründen, von PV-Anlagen und. Und natürlich gibt es auch Knappheit von Handwerkern und so weiter. Das alles ist nicht förderlich. Also, wir haben es hier mit einem enormen Rückstand zu tun. Man muss ehrlich sein, das gibt es auch in anderen Kommunen, weil in der Realität die Umsetzung tatsächlich extrem kompliziert ist und das nicht unbedingt als politisches Versagen zu werten ist. Schauen wir uns den Bereich Gebäude- und Wärmeversorgung an. Als Kernmerkmal, wenn man an den Bereich Gebäude denkt und darüber spricht, in klimapolitischer Hinsicht gilt, mit dem Zieljahr 2050, das ist das, wo global Klimaneutralität erreicht sein muss in der Klimapolitik, mit dem Zieljahr 2050, da können wir davon ausgehen, dass etwa 80% des Gebäudebestandes, den wir haben, also die Häuser, die wir da draußen sehen, dieselben sind, die wir dann auch haben und die müssen klimaneutral sein, dieselben Häuser, die jetzt vor unserer Tür stehen, der Bestand. Nur etwa 20% werden Neubauten sein. Das bedeutet, bei den Neubauten, ganz klar, jedes Haus, das heute gebaut wird und das nicht einem Passivhausstandard entspricht, ist eine verschenkte Chance, weil das wird in den nächsten 20, 30 Jahren nicht mehr angefasst. Das heißt, die Baustandards müssen jetzt Passivstandard sein, definitiv. Und drittens gilt, dass der Energieträger, mit dem wir die Häuser heizen, auf erneuerbar umgestellt werden muss. Das sind die drei Kernmerkmale der Wärmewende. Schauen wir uns an, was in Bremen gedacht wird. Ganz klar, hier ist ein Bereich, in dem die Kommune anders als in den Bereichen, über die ich vorher gesprochen habe, eine erhebliche Mitgestaltungsmöglichkeit hat. Natürlich auch, das werden wir im Detail sehen, unter Bundesrahmenbedingungen. Die Enquete hat definiert, dass als Baustandard für Neubauten Plus-Energiehäuser umfänglich realisiert werden sollen. Hat sich also vorgenommen, hier über den Bundesstandard hinauszugehen. Bei der Sanierung will sie über ein eigenes Förderprogramm auf die sogenannten Worst Performing Buildings fokussieren. Also die Gebäude mit schlechtesten Energiestandard, wo es die größten Potenziale zu heben gilt. Außerdem will man über ein Landeswärmegesetz die Rahmenbedingungen für erneuerbare Energien in diesem Bereich schaffen. Ganz klar, man stößt hier natürlich auch auf Rahmenbedingungen, wo auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Insbesondere die Investitionsbereitschaft der privaten Hausbesitzer. Und die wird natürlich zu einem erheblichen Teil beeinflusst, beispielsweise durch die Förderung der KfW, die der Bund zur Verfügung stellt. Und auch vom CO2-Preis für Heizen, der von Deutschland auf nationaler Ebene eingeführt worden ist. Und diese beiden Größen, insbesondere der CO2-Preis, das ist natürlich auch ein Politikum. Das wissen wir und können wir uns erschließen mit Blick auf die gegenwärtige Debatte um die Energiepreise und ihre soziale Wirkung, wo man abwarten muss, ob der politische Wille, die Gebäudewende tatsächlich über den Energiepreis zu steuern und da Anreize zu schaffen, durchgehalten wird. Ja? Auch für öffentliche Gebäude gilt, wir sind auf Mittel des Bundes angewiesen. Das wird Bremen nicht alleine bezahlen können. Das sind Rahmenbedingungen, wo sozusagen die nationale Ebene auch wieder ins Spiel kommt. Werfen wir einen Blick auf die Wärmeversorgung. Hier ist die Kernorientierung, dass man auf erneuerbare Energieträger umstellen muss. Ich habe es bereits ausgesprochen. Und das Mittel der Wahl ist zunächst einmal, dass man in den dicht bebauten Stadtteilen auf Fernwärme umstellt. Dicht bebaut, weil sich dort die Fernwärmeversorgung rechnet. Die ist teuer in der Installation, in der Schaffung der Infrastrukturvoraussetzungen.
Und dort, wo das weniger dicht ist, muss man andere Lösungen wählen. Komme ich gleich drauf. Im nächsten Schritt soll die Fernwärme dann auch auf erneuerbare bzw. klimaneutrale Energieträger umgestellt werden. Das sind zunächst mal, Bremen hat da einen großen Anteil an Energie aus der Abfallverbrennung. Das wird weiter so sein. Genutzt werden sollen auch Abwärme aus der Industrie, zum Beispiel aus der Stahlproduktion, auch Abwärme von Rechenzentren. Und daneben soll erneuerbare Heizwärme genutzt werden, beispielsweise Flusswärme und Großsolarthermieanlagen. In den weniger dicht besiedelten Gebieten, wo Fernwärme nicht lukrativ ist und auch für die einzelnen Hausbesitzer nicht wirtschaftlich sein wird, sind Wärmepumpen, die letztlich elektrisch betrieben werden, das Mittel der Wahl. Diese Karte, die Sie hier sehen und die Arbeit der Enquete an dieser Stelle auch informiert hat, zeigt, was für Bremen geplant ist. Die blau-grau markierten Gebiete, das sind die, in denen Fernwärme bereits besteht. Der gelb dargestellte Innenstadtbereich ist der Bereich, in dem Fernwärmeversorgung neu hergestellt werden soll. Und der rot schraffierte Bereich, das sind die Außenbezirke mit weniger dichter Besiedlung, die dezentral versorgt werden müssen, also wie gesagt mit Wärmepumpen. Wenn man sich klar macht, was hier für Herausforderungen und Probleme schlummern, dann sind die folgenden Themen anzusprechen. Die SWB hat vor einigen Wochen öffentlich in einer Pressemitteilung, in einem öffentlichen Statement erklärt, dass sie das für nicht realisierbar hält. Die SWB ist der Netzbetreiber mit der Firma Wesernetz. Aus finanziellen Gründen, es sei nicht finanzierbar für sie. Und auch rein von der technischen Umsetzung der einzelnen Projekte, Planungszeiten, Bauzeiten. Das ist eine Debatte, die finden wir gegenwärtig in vielen Großstädten, wo sich Energieversorger ähnlich äußern, wenn es solche Debatten gibt, die mit diesen Konzepten zu arbeiten. Dahinter verbirgt sich auch, und das ist ein zweiter Aspekt, dass es unterschiedliche Kalküle und Erwartungen auch gibt zwischen einem betriebswirtschaftlich agierenden Netzanbieter. Der kann das nur machen, wenn er sicher ist, dass die Investitionen refinanziert werden und es eine Abnahme gibt. Uns als Nutzern der Energie, wir tun das erst, wenn die Heizung kaputt ist oder das wirtschaftlich ist, und einer Klimapolitik, die das flächendeckend herstellen will. Und die Lösung kann nur daran liegen, dass hier jemand ins Risiko geht. Das kann nach Lage der Dinge nur die öffentliche Hand sein, die das vorfinanziert. Und das bedeutet, dass sich damit die Frage stellt, ob man diesen ganzen Sektor nicht wieder öffentlich macht. So, also, hier ist eine ganz wichtige politische Entscheidung zu treffen, wie man diesen Sektor gestaltet. Und diese Entscheidung hat Bremen in der Hand. Auch mit Blick auf die Energieträger, um die es gibt, gibt es Herausforderungen und da sind auch politische Schwerpunkte zu setzen. Abfall als erneuerbare Ressource zu betrachten, ist schwierig. Auf der anderen Seite muss man ehrlich sein, dass wir in der Abfallwirtschaft nach wie vor keine Konzepte haben, um Abfallverbrennung zu ersetzen. Davon auszugehen, ist also realistisch. Großsolarthermie ist als erneuerbare Wärmeerzeugung eine wunderbare Sache und realitätstüchtig, aber braucht enorme Flächen. Nach Lage der Dinge kann das in Bremen, das hat provokant die SWB noch mal so dargestellt, nur in Landschaftsschutzgebieten liegen. Muss man sich klar machen. In ihrem ersten Konzept hat die SWB die Nutzung von Biomasse, Holzpelletskraftwerke, dargestellt als eine mögliche erneuerbare Ressource, klimaneutral rechnerisch. Das tun andere Städte, die als Vorreiter der Klimapolitik gelten, auch. Die machen solche Kraftwerke. Das erhöht aber den Druck auf die Biomasse, die bereits, so sage ich mal, mehrfach überbucht ist mit allen möglichen Nutzungen. Und damit sozusagen den Druck auf die biologische Vielfalt und ist definitiv nicht nachhaltig. Dann
Die andere Größe sind die Potenziale an Restwärme, die genutzt werden. Hier bezweifeln einige Bremer Experten aus dem Sektor, dass die tatsächlich so zur Verfügung stehen, wie sie die Enquete zugrunde gelegt hat. Also, hier sind eine ganze Reihe von Herausforderungen. Definitiv muss man sagen, mit dem Ausbau, mit dem tatsächlichen Ausbau der Fernwärme sind wir sehr spät dran mit Dauer dessen, was dort getan werden muss. Nun zum Sektor Verkehr. Die Kernmerkmale dieses Sektors mit einem regionalen Blick sind, dass der Pkw-Verkehr, wenig überraschend, tatsächlich die Hauptursache für CO2-Emissionen ist. Und er hat ein paar Strukturmerkmale, die man sich vor Augen führen muss, wenn man klimapolitisch daran gehen will. Nämlich, wir wissen, dass wir im Innenstadtbereich und wohnumfeldnah eine überwiegende Nutzung des sogenannten Umweltverbundes haben, also Radverkehr, Fußläufigkeit, ÖPNV. Sobald die Wege aber länger werden, insbesondere 15, 20 Kilometer, nimmt die Pkw-Nutzung sofort deutlich zu. Und aufgrund der großen Fahrleistung sind die tatsächlichen Personenkilometer überwiegend Pkw. Und zwar sehr überwiegend, wegen der langen Strecken. Der größte Anteil aller Wege sind dann die Arbeitswege, die durchschnittlich etwa 15 Kilometer lang sind. Hinzu kommt, das ist in der Bremer Betrachtung, also in der rein regionalen Bremer Betrachtung, dann erstmal nur bedingt mit drin, die Bedeutung der Pendlerverkehre hineinströmen nach Bremen. Und das bedeutet, dass aus einer klimapolitischen Sicht diese langen Wege die Hauptrolle und die Hauptherausforderung sind, nicht der Innenstadtbereich. Und damit gibt es eine Debatte zwischen einer trotzdem natürlich berechtigten anderen Verkehrspolitik für den Innenstadtbereich und dem, was klimapolitisch mit Blick auf diese langen Wege tatsächlich erforderlich ist. Konkret steht Bremen vor folgenden Herausforderungen. Natürlich muss der öffentliche Personennahverkehr ausgebaut werden. Er muss ein besseres Angebot haben. Und es steht doch die Frage im Raum, ob man das Ticketmodell nicht grundlegend verändern muss, ob das kostenfrei für den Nutzer sein soll. Kostenfrei ist dann auch ein weites Modell. Geht es hier um eine Umlagefinanzierung, die diskutiert wird, oder soll das steuerfinanziert werden? Bringt das klimapolitisch überhaupt was? Die nächste Frage ist der Ausbau der Straßenbahn und auch von S-Bahn-Haltepunkten. Die sind sehr wichtig. Das Angebot ist nicht groß genug. Andererseits sehen wir, dass die einzelnen Projekte sehr langwierig zu planen sind. Erfahrung der Verlängerung Linie 1 und der Linie 8, die jetzt aber nach Gerichtsurteilen endlich auch realisiert werden können. Und da muss man einfach sehen, dass wir mit Blick auf diesen kurzen Zeitraum der Klimapolitik, den wir noch zur Verfügung haben, wo wir schnell Erfolge erzielen wollen, dass die Projekte in der Realität gar nicht mehr umsetzbar sind. Straßenbahn dauert zu lange. Da muss man über andere Maßnahmen denken. Man wird die trotzdem planen müssen, aber das geht nicht schnell genug. Das gleiche oder ein ähnliches Problem gibt es bei den Maßnahmen im Radverkehr. Da gibt es im Verkehrsentwicklungsprogramm seit, man muss inzwischen fast sagen, Jahrzehnten sehr gute Konzepte politisch beschlossen, aber nicht umgesetzt aufgrund zu wenig Personals und Finanzierungsproblemen. Das heißt, hier wird man erheblich beschleunigen müssen und das besser finanziell ausstatten müssen. Ich habe schon angesprochen, was sind die passenden Angebote für die längeren Wege, insbesondere Arbeitswege, Pendlerverkehre. Da stellt sich dann natürlich die Frage, ob das nicht im Wesentlichen eine Antriebsumstellung ist, mit der Bremen nichts zu tun hat, außer bei den Ladepunkten, weil Elektromobilität sozusagen die energieeffizienteste Verkehrsform für PKWs ist. Andererseits muss aus Nachhaltigkeitsaspekten auch die Zahl der PKW dringend runter. Ja, aber was ist da die Lösung? Regionalbusse, Betriebsbusse, flexibler. Ja? Wie gesagt, das ist eine große Debatte und auch ein echtes Problem. Was wir auch sehen können, ist, dass sich zunehmend dann in politischen Lagern auch ein Kulturkampf um Automobilität entwickelt. Insbesondere gibt es Widerstand gegen sogenannte Push-Maßnahmen, also die Verringerung beispielsweise von Pkw-Stellplätzen in Quartieren,
Anwohnerparken mit hohen Gebühren. Ja, das wird als ungerecht empfunden. Und da müssen wir auch konstatieren, dass ein erheblicher Teil der Gesellschaft zu diesen Veränderungen, die notwendig sind, nicht wirklich bereit ist, sobald es das eigene Leben betrifft. Oder, soziologisch gesprochen dann auch in Zwängen lebt, in Strukturen lebt, die die Pkw-Nutzung erfordern. Ja, und hier wenig Alternativen zulassen. Das als Kernbetrachtung inhaltlicher Bereiche. Schauen wir auf die Finanzierung. Die Enquete-Kommission hat erstmals umfassend eine Finanzierungsbetrachtung vorgenommen. Das konnte sie tun, weil es auch auf Bundesebene eine Reihe aktuellerer Studien gibt, die das tut und die man runterbrechen kann auf Bremen. Und die Zahlen, die Finanzperspektive, die hier genannt wird, ist, dass Bremen bis 2030 ungefähr 8 Milliarden Euro zusätzlicher Investitionen für Bremen, für das Land Bremen notwendig sein wird, bis 2045 etwa 57 Milliarden. Nicht nur der öffentliche Hand, sondern aller Bereiche, privat zu tätigen Investitionen außer Wirtschaft. Auf die öffentliche Hand selbst entfallen etwa 6 bis 7 Milliarden Euro einmalige Investitionen und jährlich zwischen 200 und 380 Millionen zusätzliche Betriebskosten aufgrund der anderen Strukturen. Die größten Ausgabenbereiche, die da drin enthalten sind, erstmal die Sanierung der öffentlichen Gebäude. Dieser Block schlägt allein mit 4,5 Milliarden Investitionen zu Buche. Dann die Verkehrsprojekte, dann die Infrastrukturen für die Industrie, zum Beispiel Stromleitungen, Energie und dann andere Bereiche. Wie das finanziert werden soll, ist offen. Soweit ist die Politik noch nicht. Das muss aber schnell entschieden werden. Ganz klar ist, dass man hier höchstwahrscheinlich die Schuldenbremse zweckgebunden aussetzen muss, umdefinieren muss. Das geht aber nur im Konsens mit der Opposition und in Abstimmung mit dem Bund. Nehmen wir eine abschließende Bewertung vor. Also wenn wir die Frage beantworten wollen, wo steht Bremens Klimapolitik, dann können wir feststellen, dass die Arbeit der Enquete definitiv einen Meilenstein und auch eine Wasserscheide darstellt. Viele klimapolitische Fragen stellen sich jetzt im Vergleich zur Klimapolitik davor auf einem ganz anderen Niveau. Vorher, das haben wir gesehen, gab es in vielen Bereichen auch klimapolitische Kompetenzen, aber es fehlte der politische Wille und auch die finanziellen Voraussetzungen für das, was ich hier als gesteuerte Transformation gekennzeichnet habe. Das ist jetzt anders. Man kann sagen, dass ein zentrales Ergebnis der Enquete ein parteiübergreifender Konsens ist, der diese Notwendigkeit von Transformation anerkennt und für weitreichende Entscheidungen auch bereit ist, das mitzutragen, parteiübergreifend. Zum Beispiel bei den Finanzen, auch wenn konkret, wie das aussehen soll, es Kontroversen gibt oder auch bei der Wärmewende. Man muss sich auch fragen, wie lange dieses Zeitfenster für einen Politikwechsel tatsächlich bestehen wird. Ändern sich die Rahmenbedingungen? Wo? Wie schnell? Bürgerschaftswahl 2023. Wie viel Personal verändert sich, die dann nicht mehr dieses gemeinsame Arbeitsergebnis als gemeinsamen Hintergrund haben? In den maßgeblichen Handlungsbereichen, das haben wir gesehen, wird Bremen weiter abhängig sein von dem, was bundespolitisch passiert. Kommt das tatsächlich mit der Stahltransformation? Was ist mit der Steuerung des Energiesektors? Das wird sich auch in Zukunft nicht verändern. Bei anderen Bereichen gibt es eine grundsätzlich konkrete Orientierung tatsächlich auf eine gesteuerte Transformation. Wärmesektor, Solar City, grundsätzlich auch Verkehr. Und die erscheint politisch, technisch und organisatorisch grundsätzlich möglich. Gleichzeitig muss man für diese Bereiche aber auch sagen, für genau diese Bereiche, dass da stehen jetzt sehr dringend, sehr weitreichende strukturelle Entscheidungen an. Die sind alle mit einem hohen Risiko verbunden. Und es gilt auch, wir haben da in Bremen und nicht nur in Bremen sehr viel Zeit verschenkt. Und zwar so viel Zeit, dass die Realisierung dieser Maßnahmen fast nicht mehr möglich erscheint
in den zur Verfügung stehenden Zeitraum, die aus klimapolitischer Sicht einzuhalten sind. Gemessen daran, was beispielsweise die Lebensdauer einzelner Bauten oder selbst einzelner Installationen, Geräte wie einer privaten Heizung ist. Wie gesagt, da hat Bremen viel verschlafen. Ich denke jetzt an den Ausbau der Fernwärme. Da ist viel passiert in den letzten Jahrzehnten, 20, 30 Jahren, aber nicht mit einer strategischen Orientierung auf Klimapolitik. Und aber auch natürlich auf Bundesebene bei der Rahmensetzung. Ich denke jetzt an die Gebäudestandards für Neubauten der letzten 20, 30 Jahre oder auch die Energiewende. Wir können also sagen, das, was wir hier in Bremen sehen, das muss man auch sagen, das repräsentiert mit den Erfolgen, auch mit der Umorientierung, die wir jetzt sehen und auch mit den Sünden der Vergangenheit ungefähr den klimapolitischen Standard in den meisten Kommunen, da wo die Klimapolitik implementiert werden wird. Und das heißt, ein Gesamtfazit, das sähe aus meiner Sicht ungefähr so aus. Das Niveau der Herausforderung, wie gesagt, kennzeichnet dieses Zitat. Wir müssen alle Hebel bis zum Anschlag ziehen. Grundsätzlich ist die Bremer Klimapolitik jetzt inhaltlich darauf im Kern ausgerichtet. Das ist gut. Wir sind in vielen Bereichen aber wirklich spät dran. Und wir werden weiter abhängig sein von Faktoren und außerhalb unserer Reichweite. Soweit erstmal. Vielen Dank.